Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver, die Random Nuzlocke Variante. Ich habe vergessen zu speichern und somit bin ich gerade quasi einfach durch die Wand gegangen, um hier bei Bruno zu sein. Ja. So. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd, aber egal. Wir kommen zurecht. Wir werden natürlich die Tränke, die wir jetzt behalten haben, nicht einsetzen, einfach nur, weil es unfair wäre. Ich gehe zurück auf unseren Pokédex. Wir werden einfach ab hier weitermachen. Wir tun einfach so, als hätten wir Top-Elixier und Top-Genesung benutzt und alles ist gut. Top 4, Soul, Silver. Wie konnte ich vergessen zu speichern? Ich ärgere mich gerade richtig. Ich hätte jetzt quasi einmal kurz nochmal durch die Top 4 gehen können. Aber ich hatte ehrlich gesagt keine Lust. So, als ersten Gegner haben wir ein Capoeira, das natürlich sehr anfällig ist gegen Psycho. Deswegen habe ich Sleafkey ganz oben. Habe ich ihn nicht gerade ganz nach oben gepackt? Auf jeden Fall Sleafkey haben wir jetzt ganz oben. Sleafkey, was zwinkerst du mir denn zu? Was ist denn los? Oh, jetzt wird's aber heiß hier. So, wir sprechen mit Bruno. Ich habe mein ganzes Arsenal an dir verpulvert, aber trotzdem verloren. Was? War ich nicht gerade bei Bruno? Was? Was genau ist da gerade passiert? Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Bitte schreibt mir das in die Kommentare. Was ist denn hier los? Okay, ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, jetzt habt ihr es aber nicht gesehen. Was ist das? Nein! Ich hatte Pokémon zweimal offen. Ich habe nicht gespeichert, weil Pokémon noch offen war. Und ich habe es jetzt geschlossen. In der Sekunde, wo ich es gereiht habe, habe ich es geschlossen. Scheiß drauf. Oh, fail. Oh, fail. Oh, komm. Scheiß drauf. Wir kämpfen gegen Bruno. Ich bin Bruno, einer von den Top 4. Ach, Gott. Ach, Gott, Leute. Es ist mir gerade ein bisschen peinlich. Der große YouTuber. Er kriegt es nicht gerafft zum Checken, dass er zwei Pokémon-Fenster offen hat. Naja, ist ja auch egal. Alles gut. Alles gut. Wir können es ja auch so schaffen. Okay, komm. Machen wir erstmal Capoeira fertig. Ich denke, Sleafkey wird hier ziemlich im Alleingang durchlaufen. Wenn er sie den One-Hittet. Tut er nicht. Aber der nächste wird ein One-Hit und der setzt sowieso als nächstes Top-Leber ein. Ach, Konter! Natürlich kannst du das nicht machen. Wie kommt auf die Idee, gegen ein Psycho-Pokémon Konter einzusetzen? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich werde heute nicht drüber hinwegkommen, dass ich so gefailt habe. Und ich wundere mich, warum das Bild nicht angezeigt wird. Onix. Ich glaube, da ist Wasser besser. Auch wenn wir eine scheiß Spezialverteidigung haben. Aber wir haben eine gute Verteidigung. Und ich glaube, Onix macht keine Spezialangriffe. Das ist gut. Das ist gut. Ja, theoretisch ist das jetzt alles ein bisschen gescheatet, weil wir ja topfit sind quasi. Aber ich mache mir da jetzt keinen Kopf drum.
Wir können uns gerne in den Kommentaren drüber erhalten, wie sehr ercheatet der Sieg hier ist. Aber mir ist es egal. Ich will einfach nur die Top 4 fertig machen. Alles ist gut. Ich will weiterkommen. Wir sind hier jetzt schon seit fast einer Woche drin. Es wird Zeit, dass ich hier weitergehe. Es wird einfach Zeit. So. Easy weggenutzt, den Typen. Und der Sleeve-Keys Animation ganz cool. So. Passt schon. Wir dürfen halt momentan keine Heiltränke mehr benutzen, weil wir alle schon verbraucht haben. Und das ist echt fies. Ice Sieb. Oh. Joa. Geht so, ne? Schade, dass er sie nicht one-hittet. Ich wette, wenn wir den richtigen Speicherstand geladen hätten, wäre jetzt Leafy 42 und würde sie one-hitten. Also, es hat alles seine Nachteile, Freunde. Es hat alles seine Nachteile. Ist ja nicht so, als wenn wir hier völlig OP durch die Gegend laufen. Ei, ich brauche eigentlich Sleeve gleich für Gegenstoß, ne? Eigentlich. Theoretisch. Wir machen das einfach so, nach der Psychokinese setzen wir erstmal Erholung ein und dann setzen wir Schnarcher ein. Somit wird er dadurch sterben. Und wir erholen uns. Falls er jetzt keinen Volltreffer landet. Warum sage ich so etwas? Oh, scheiße. Sleeve, es tut mir leid. Ich habe gerade Erholung eingesetzt. Ich habe es wirklich getan. Ich glaube, Käfer ist auch noch gut gegen Kampf, ne? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Was ist denn das für ein Tag? Flug, Psychofee. Ja gut, Käfer ist nicht dabei. Was soll's? Wir haben eine Flugattacke. Oh. Aber ich bin auch Wassertyp irgendwo ein bisschen, ne? Nein. Bin ich nicht. Wir werden es mit dem Team auch nicht schaffen. Es tut mir leid. Ich sehe es auch kommen. Machomai. Na komm, Machomai. Oh, 46. Oh Gott. Steinhagel. Willst du mich verarschen? Überlebe es. Das schmerzt. Ich glaube, ich bin heute nicht fit. Ich glaube, ich bin einfach nicht fit genug. Ich glaube, ich hätte heute nicht aufnehmen dürfen. Machomai, Flugpsychofee. Wenn ich mal auf die Schwächeliste gehe, die ich natürlich nicht offen habe. Dann gucken wir nach Boden. Weil King Julian dürfte den eigentlich wegnatzen können. Aber wir haben nur noch 4 Pokémon. Weil ich es verkackt habe. Jetzt ist es meine Schuld, Freunde. Es ist meine Schuld. Es ist einfach meine Schuld. Boden. So, Kampf, 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 Kampf ist, ja, in Ordnung gegen Boden. Gut gegen Gestein, das ist klar. Wie sieht es mit Gift aus? Kampf ist schlecht gegen Gift. Und Gift haben wir. So. Matschbombe, komm. Ich hoffe, der Steinhagel ist nicht zu effektiv. Ah, es geht. Theoretisch könnte ich Säurepanzer machen, aber ich habe keine Tränke mehr. Nein, jetzt... Bitte!
Wir müssen gleich auf King Julian wechseln. Das ist nicht gut. Ja, ist in Ordnung. Das war wohl ein Griff ins Klo. Ach man, heute ist der Fail-Tag Nummer 1. Ach man. Kreuzhieb. Aber plötzlich setzt du Kreuzhieb ein, ist klar. Bitte. Einfach bitte. Danke. Danke. Danke! Wisst ihr was? Wir setzen nochmal 2 Tränke ein. Das ist quasi die Wiedergutmachung dafür, dass ich heute so gefailt habe. Ihr werdet wahrscheinlich gerade ein bisschen böse sein. Ich habe verloren, damit auch kein Recht, weiter mit dir zu sprechen, ja. Komm, weißt du was, wir setzen 2 Tränke ein. Einfach nur, weil ich verkackt habe. Einfach nur, weil ich übelst verkackt habe. Weil es mein Fehler ist. Es ist einfach mein Fehler. Wir werden sowieso sterben. Egal, was ich mache. Wir haben einfach kein passendes Team. King Julian ist top. Sleevkey ist top, aber der Rest... So. Nacht Ara. Nein. Käfer ist gut gegen Nacht Ara. Ach Gott, nein, ey. Scheiße. Okay, pass auf. Wir setzen King Julian ein, weil er mächtig stark ist. Und wir werden sie wegzecken. Ich muss nur gucken, ob Boden eigentlich Effektivität aufweist. Boden ist okay. Boden ist definitiv okay. Melanie. Wir werden hier sterben. Komm. Nein, jetzt fängt das wieder an. Und vor allem kann ich gegen das Gengar auch kein Hornbohr reinsetzen. Das ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn mit dir los, King Julian? Bitte? Warum? Warum setzt die Hunde immer ein? Hä? Was soll das denn gegen King Julian bringen? Offensichtlich nichts. Was? Oh. Wenn wir den schaffen, Leute. Wenn wir den schaffen. Wenn wir Gengar aus dem Weg räumen. Dann haben wir es, Gengar. Psychogeist Unlicht. Wie wirkst du dich gegen Gift aus? Slimog. Bodenpsycho. Ja, ich wette, er beherrschte Psychoattacke. Wette ich drum. Aber ich kann auch nichts anderes machen.
Weißt du was, Klogriff? Ich nehme dich. Ich muss sagen, bei den Top 4 bist du nicht wirklich praktisch. Tut mir leid. Wir probieren das mal Raub. Groll. Danke für nichts. Cool. Na, ja, das ist gut, das ist gut. Das machen wir weiter. Ja, weißt du, dass du meinen Raub runtersetzt, ist mir eigentlich völlig schnuppe. Das ist nicht wirklich die beste Attacke. Fokusstoß. Ist das nicht eine Kampfattacke oder so? Gegen Gengar ist ja recht gut. Komm, bitte tot. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir können es noch schaffen, ne? Wir können es noch schaffen. Kramurks. Kramurks. Okay, King Julian. Du bist dran. Steinhagel müsste ihn komplett außer Gefecht setzen. Pflücker. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das für ein Typ ist. Wehrt die Attacke ab! Komm schon, King Julian, du musst treffen. Danke. Da hättest du nur von Anfang an getroffen. Tot. Tot. Ja. Sehr schön. Nachtara, das Nachtara. Ein Fall für Black. Schwarz gegen Schwarz. Bornbohrer gegen Nachtara. Wir müssen treffen. Wir müssen treffen. Wenn wir jetzt treffen, holy shit, Freunde. Das wird cool. Das ist gut. Das ist gut. Giflor. Giflor. King Julian, es ist nochmal dein Einsatz. Es ist dein Tag. Freu dich nicht zu früh, ich habe eine Menge Spielraum. Und ich habe eine Menge Feuer. Wir sind Boden. Der Blättertanz wird mich töten. Ich kann nur Klogriff einsetzen. Das ist das Einzige, was ich machen kann, weil ich gegen Gift gut bin und... Ja. Gegen Pflanze, was weiß ich. Pflanzenattacken dürften mir eigentlich kaum was antun, ne? Ja. Verwirrt. Aber Leute, das wird jetzt nicht schön. Wir haben 3 Pokémon. Ja, das ist gut. Dass du mich derart in die Ecke treibst, zeigt, dass du etwas Besonderes bist. Ich kann nur hoffen, dass wir bei Siegfried 5-mal Hornbohrer treffen. Das ist die einzige Chance. Wir müssen Siegfried mit 5-mal Hornbohrer treffen. Und dann ist er am Arsch.
Na komm, setz deinen Trank ein. Hast du, wieso setzt du keinen Trank ein? Hast du keinen Trank? Das wird spannend, Freunde. Das wird spannend. So, wir haben Melanie fertig gemacht. Was kommt als nächstes? Jetzt müsste eigentlich Siegfried kommen, ne? Ja. Er hat 6 Pokémon und wir haben 5-mal Hornbohrer. Ob ein Pokémon stark ist oder ob ein Pokémon schwach ist, die halbe Welt meint, diese Frage einfach so beantworten zu können. Aber einen wirklich starken Trainer erkennt man daran, dass er mit reiner Willenskraft jedes Pokémon seiner Wahl zum Sieg führen kann. Du gefällst mir, ich weiß. Das ist ganz normal bei Frauen, das ist natürlich. Oh. Du hast ganz... Sorry, der Witz war so schlecht, dass ich drüber lachen musste. So, du gefällst mir das. Du hast etwas ganz Essentielles verstanden. Schreite nun weiter. Der Champ wartet auf dich. Ich speichere mal ab. Gut, Freunde. Das sparen wir uns für morgen auf. Werden wir es schaffen? Werden wir es nicht schaffen? Schreibt es in die Kommentare. Ich möchte gerne eure Erwartungen auf den nächsten Kampf hören. Wir haben den Hornbohrer, der sehr effektiv ist, wie man gemerkt hat. Also es ist nicht ganz so abwegig. Einen müssten wir aber einfach so töten. Ich werde euch schon mal die Pokémon spoilern, die auf uns zukommen werden. So dass ihr eventuell wissen könntet, was passiert. Ein Gyarados. Sehr schlecht. Da müssen wir echt auf Hornbohrer vertrauen. Aerodactyl. Kriegen wir hin. Dragoran, Hornbohrer. Dragoran, Hornbohrer. Dragoran, Hornbohrer. Glurak. Kriegen wir auch hin. Das heißt, wir müssen insgesamt 4-mal den Hornbohrer treffen. Und wir haben nur 5 davon. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.